Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Elbo und wir spielen weiter Palia. Warum treffen wir uns hier wieder? Hat den einfachen Hintergrund, dass ich Neuigkeiten habe zu dem Bug, den wir hatten. Und zwar stellt sich das so jetzt heraus, dass der Bug durch irgendein Update gekommen ist. Man weiß aber leider nicht, woran das genau liegt. Aber man ist der Sache auf der Spur. Und ich hoffe, dass die das jetzt irgendwann in den Griff bekommen, dass ich dann da halt weitermachen kann. Aber so im Groben und Ganzen weiß man halt noch nicht genau, wann das passieren wird. Man weiß nur halt nur, dass es irgendwann mal passieren wird. Was ich halt so ein bisschen schade finde. Dementsprechend muss der Windtempel jetzt ganz einfach mal noch ein bisschen Zeit für sich haben. Also der wird halt noch eine ganze Ewigkeit jetzt brauchen, ehe wir dann da weiterspielen können. Müssen wir halt aufs nächste Update erstmal warten. Aber so krumm und ganzen, ja, ist halt blöd. Aber auch nicht wirklich zu ändern, leider. Dementsprechend dachte ich, ich zeige euch ganz einfach mal, was hier noch so ein bisschen passiert ist. Im Endeffekt eigentlich gar nichts weiter. Ich muss bloß mal gucken hier nach den Quests, weil ich hatte jetzt die, genau, Banner, Hammer, alles. Genau, 5k kriegen wir dafür. Ein bisschen Ansehen. Das holen wir uns dann. Wir haben ein Geschenk. Warum? Okay, Geschenke sind immer gut, nehmen wir mit. Ja, und dementsprechend ist es halt auch nun mal so, wie es ist. Wir können es jetzt nicht wirklich ändern. Ist natürlich ein bisschen schade. Aber wie ihr seht, ich habe ein bisschen Holz gesammelt. Also 770 ganz normale Bretter und immer noch 273 das Holz. Ich weiß gar nicht, Splintholz nennt sich das, glaube ich, war. Ja, genau, Splintholz. Da mal ein bisschen was gemacht. Hier die Bäume, die möchte ich gerne irgendwann mal, so wie ich es hier drüben schon angedeutet habe, hier mit den Tannen, möchte ich gerne zu so einer Hecke machen, die sich dann hier überall rumstreckt. Sieht ein bisschen schöner aus als der Zaun. Und mehr möchte ich damit eigentlich, glaube ich, noch gar nicht tun oder machen. Ja, ein bisschen die Küche, aber die hatte ich ja schon mal gezeigt. Oh. Ein bisschen viel, würde ich da mal sagen. Das, was wir hier jetzt kriegen. Was schmeißen wir da rein? Hier den Pak Choi. Oh, noch mehr Zwiebeln. Okay, na gut, das wusste ich jetzt nicht. Ja, Kartoffeln, also ich stelle die ganze Zeit Kartoffeln her, mache daraus Samen und verkaufe die dann auch. Hier können wir nichts machen. Hier haben wir noch mehr Kartoffeln. Und hier waren Tomaten, glaube ich, drin, war. Genau, eingelegte Tomaten. Ach, die bringen ja gar nichts. Die schmeißen wir ganz einfach hier vorne rein zu den Würmern und dann passt das auch. Das ist natürlich schade. Hier zu den Glühwürmchenfarmen, genau. 7. So, 9 und 9. Dann passt das auch wieder alles ganz normal. Das gehen wir jetzt erstmal nochmal verkaufen. Und dann geht es weiter so, dass wir dann gleich wirklich direkt... Ach so, so viel kann ich glaube ich gar nicht verkaufen. Jetzt haben wir noch 15, das ist okay. Ja, 15. Wieso kann ich jetzt nicht zum... Ihr bleibt und ihr geht rüber. Ach so, verklickt. 28... Nee, 14 verkaufen wir davon. 14, die weg. Kartoffeln haben wir 30 oben noch drin. Wie viel braucht man? Das weiß ich gar nicht so genau. Hiervon könnte man eigentlich auch 30 verkaufen. Das machen wir auch mal. Wie viel hat das jetzt gebracht? Über 3000, krass. Ist jetzt gerade ein klein wenig langweiliger Teil, ich weiß. Aber wir sind ja auch schon fertig, so dass wir jetzt losziehen. Und genau. Ah, ich wollte das andere noch mitnehmen. Ah, verdammt.
Wir haben ja noch eine andere Quest gehabt. Mit dem Strömungsbrett, also ich glaube Papierflugzeuge hieß die, glaube ich. Die wollte ich eigentlich noch mitnehmen. Die Teile, weil wir das ja auch drüber haben. Naja, machen wir dann halt beim nächsten Mal. Jetzt geht's erstmal schnell zu Tisch. Wo ist Tisch? Tisch ist da. Ich weiß gar nicht. Also, boah, machen wir zuerst die Strömungssteine oder quatschen wir jetzt mal jeden an? Warum ist denn das Spiel eigentlich so laut? Hier ist alles ganz normal eingestellt. Naja, nicht ganz so schlimm. Aha, ich bin halt echt unsicher, was wir jetzt zuerst machen. Entweder ich würde schon auch gerne den Chef finden wollen, dass wir uns hier zu Hause fühlen. Erstmal mit ihr plaudern. Die Art und Weise, wie du dein Können im Tischland weiter verbesserst, ist wirklich inspirierend. Neulich habe ich ein Bild von einem wilden Möbelstück aus der Hauptstadt gesehen und war so inspiriert, dass ich selbst gebaut habe. Wenn du welche bauen willst, kann ich dir Rezepte dafür geben. Immer wenn ich... Das hasse ich ja wie die Pest. Das hasse ich so sehr, dass man wirklich nicht weiterlesen kann. Ich weiß nicht, ich hasse es. Boah, das sieht natürlich auch richtig schick aus, das Zeug. Ja, so immer wenn ich Möbel aus anderen Regionen sehe, wird meine Kreativität angeregt. Ich habe die Möbel fertiggestellt. Wow, schau dir da alles an. Schau dir das alles an. Sie sind absolut perfekt. Das ist angemessen für einen Wächter. Weißt du, ich habe noch nie zuvor ein Mitglied des Ordens getroffen. Aber als Red und ich Kinder waren, erzählten uns unsere Eltern diese eine Geschichte, wenn wir uns um unsere Spielzeuge stritten. Als die Menschen früher gezaubert haben, haben sie sich darum gestritten und sie haben sich verletzt. Deshalb hat die Republik den Orden gegründet, um die Strömung wegzunehmen. Denn es ist besser, keine Strömung zu haben, als jemanden zu verletzen. Alles wegzunehmen scheint ziemlich streng, klingt hart, aber ich habe verstanden, manchmal ist Disziplin notwendig, also haben deine Eltern dir die Spielsachen weggenommen. Nee, alles wegzunehmen ist natürlich sehr, sehr streng, wenn ich das so ein bisschen widerspiegle auf unseren Sohn. Natürlich sehr, sehr streng. Klingt hart, aber ich habe es verstanden. Aber es ist manchmal dann doch Disziplin notwendig. Ich denke schon. Ich denke schon. Ich meine, diese Geschichte hat mich und Red auf jeden Fall vom Streiten abgehalten. Jedenfalls, Elbo, vielen Dank. Ich werde die Möbel sofort zum Gasthaus bringen. Aber bevor du gehst, könntest du nach Red für mich sehen. Ich hoffe, Esche lässt ihn nicht zu sehr schuften. Tun wir erstmal schnell mit ihr plaudern, ganz normal, um einfach ein bisschen das Ansehen anzuregen. Willst du mein Chef sein? Oh je, wie soll ich das nur sagen? Ein Chef zu sein ist eine wirklich große Sache. Ich würde dich gerne erst besser kennenlernen. Lass uns mehr Zeit miteinander verbringen, okay? Dann können wir später wieder darüber sprechen. Okay. Geht es Red gut? Ich denke, er ist wahrscheinlich durch Ashes Anfragen gestresst. Und, boah, gestresst. Auch wenn er versucht, es nicht zu zeigen. Aber ich bin sicher, dass es ihm jetzt besser geht, da du ihm hilfst. Das ist richtig. Wir werden ihm helfen. Nee, sie möchte nichts von uns. Dann gehen wir jetzt erst einmal. Tisch möchte noch was. Such a great day, isn't it? Okay, also sagt Jell nichts davon, aber ich arbeite gerade an einer speziellen Garnitur, die ihm gefallen wird. Ich nenne sie Mondsucht. Ich glaube, so würde er solche Möbel nennen. Da du dich so gut auskennst, erlaube ich dir den ersten Blick auf die Rezepte. Ich hoffe wirklich, dass sie dir gefallen. Denk daran. Ach so, nee, das sind ja hier die ganz normalen.
die wir da hatten. Mondsuch. Achso, die haben wir ja schon gemacht. Ha. Denk daran, nichts Dell zu erzählen. Das ist eine Überraschung. Machen wir. Tisch will noch mehr. Nur kann ich nicht mit dir plaudern. Was ist das? Spiegel? Die nehmen wir mal mit. Da habe ich schon wieder ein bisschen was mit vor. Die Laterne nehmen wir auf jeden Fall auch. Die Wandfackel will ich nicht. Der Kronleuchter sieht auch ganz nett aus. Der Fächer eigentlich auch. Gibt es hier noch irgendwie was im Laden? Nicht wirklich das, was mich jetzt interessiert. Mondsucht, Esszimmertisch. Sieht alles gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, du bist soweit. Hast du schon mal von der Glockenblume gehört? Elegant, zerbrechlich und super schick. Mein nächstes Möbelstück habe ich Ihnen nachempfunden. Nur jemand mit deinem Geschick kann alles, kann es bauen. Okay. Kriegen wir jetzt noch mehr Rezepte? Scheint nicht so. Nee, ich denke mal, wir werden die erst machen müssen. Danke, dass du vorbeischaust. Noch mehr? Nein. Gut. Dann gehen wir jetzt erst einmal zu Red. Ich würde sagen, wir quatschen jetzt einfach mal so mit ziemlich fast jedem. Und dass wir dann in der nächsten Runde dann die Strömsteine suchen. Oder, genau, Strömsteine. Und da gucken wir mal. Erstmal plaudern wir mit Red. Hey, hast du das Ding gefunden? Was denn? Weißt du, die Sache mit dem metallenden und schwarzen Ding, über die ich dir einen Brief geschrieben habe. Ja, ich habe nur mit dir gescherzt. Du wirst mir sagen müssen, was es bewirkt. Ich habe nur mit dir gescherzt. Du weißt, dass ich es liebe, wenn man sich mit mir anlegt. Aber nicht heute, nicht deswegen. Ich habe dieses Baby hinten bei Zeki gefunden und dachte, dass es nicht schaden kann, es zu untersuchen. Aber während ich es mir ansah, habe ich es fallen gelassen. Ich habe versucht, den Beweis zu verstecken, indem ich das Gerät versteckt habe. Ich dachte, Zeki würde einfach vergessen. Das hat er. Dass er es hat, so. Aber alles, worüber er die ganze Woche gesprochen hat, ist, wie jemand erwischt wurde. Er hat gesagt, der wird den Dieb zu einem Katzenbaum machen. Du musst mir helfen. Ich bin zu hübsch, um ein Katzenbaum zu sein. Du musst mir helfen. Ich bin zu hübsch, um ein Katzenbaum zu sein. Ich werde dir helfen. Großartig. Wenn ich etwas Glas und etwas Palium bekommen könnte, könnte ich das wahrscheinlich in Ordnung bringen. Wir plaudern erstmal wieder ganz normal mit ihm. Fragen ihn gleich mal, was er braucht. Gewürzsprossen braucht er. Okay. Willst du mein Chef sein? Ich weiß, ich bin ein ziemlich entspannter Typ. Aber es gibt Dinge, die sogar ich ernst nehmen muss. Ein Chef zu sein, ist eines davon. Und dafür kenne ich dich einfach noch nicht genug. Okay. Also ich gehe mal davon aus, dass wir mit allen bestimmt Freunde Level 3 werden müssen, damit irgendjemand ein Chef wird. Ich bin mir aber nicht sicher. Hey Elbo, hast du meinen Suppenlöffel irgendwo herumliegen sehen? Es steckt in deiner Schürze. Wow, du hast recht. Mann, ich muss zu überwältigt gewesen sein, um es zu bemerken. Weißt du, da der Wächter kommt, habe ich etwas Holz für Tisch gesammelt. Als Esche plötzlich aus dem Nichts auftaucht und mir eine Speisekarte in die Hand drückt. Ich glaube, ich habe diese Speisekarten inzwischen ganz gut im Griff. Aber Esche glaubt, dass Suppe eine ausreichend beeindruckende Mahlzeit ist, um ein Mitglied des Ordens zu dienen. Sieh dir nur die ganze Liste an. Austern, Mujin, Borpiti, Fives, passt das? Haben eine ganze Extra-Seite. Normale Kuchen sind quadratisch. Es gibt nur ein Problem. Siehst du, hier ist genug Arbeit für etwa 40 Hände. Und ich habe nur zwei. Denkst du, ich könnte
von dir Hilfe bekommen? Bitte, bitte. Bitte mit Streuseln. Bitte mit einer Kirsche obendrauf. Mit einem hast du 4. Ich denke, ich bin schon zu weit gegangen, um hierbei nicht zu helfen. Das sind 2 mehr als 0. Was ist, wenn du auch Füße mitzählst? Nein, wir werden ihm auf jeden Fall helfen. Also ich habe jetzt die blaue Variante genommen. Also dass wir halt hier schon viel zu weit gegangen sind, um ihm nicht zu helfen, genau. Diese Antwort genügt mir. Packen wir es an. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du kümmerst dich um die Einkaufsliste, während ich ein paar meiner Freunde vorwarne, dass der Orden bald vorbeikommt. Auch dabei kann ich helfen. Nein, das ist schon okay. Du kennst sie nicht. Sag mir Bescheid, wenn du alle Zutaten hast, ja? Du bist immer der beste Sous-Chef? Sui-Chef? Elbo. Boah, mit Französisch kenne ich mich natürlich auch gar nicht aus. Oh nein. Wir müssen das wirklich kochen? Und dann auch noch in Sternequalität? Oh nö. Ja, aber machen wir. Gar kein Problem. Erstmal machen wir hier die ganzen Quests aus. Den machen wir auf jeden Fall. Der kommt weg und der kommt weg. Oh, wir haben ja gar keine Quests mehr weiter frei, wa? Entdeckung? Ach doch, hier sind ja noch alle. die Gardenia hatte ich ja angepflanzt, deswegen werden wir jetzt auch mit, wie hieß er, Anhui sprechen, genau. Anhui ist ja gleich hier. Ich bin echt froh, dass du hier bist. Meine Mama hat die 30 Kisten mit den Insektenfreunde-Sachen gefunden, die ich in der Scheune versteckt hatte. Ich habe ihr gesagt, dass sie für mein Abzeichen sind, aber sie meinte, das alles wäre nur eine Betrugsmasche. Sie checkt das einfach alles nicht. Ich habe die Kisten in meinem Baumhaus versteckt, aber da wird sie auch nachgucken. Du musst mir wirklich ein paar Sachen abkaufen. Schön, dass wir darüber geredet haben, aber gut, okay, wir kaufen ihm erstmal alle Rezepte ab, die wir können. Und das war's. Natürlich doof. Insektenfangköder. Du brauchst Insekten nicht abzuschmuchen. Du kannst sogar. Das ist ja genial. Das Ding ist cool. Boah. Gibt's aber auch schon echt teures Zeug, wa? Du wirst doch meiner Mama davon nichts. Du wirst doch meiner Mama doch nichts davon erzählen, oder? Boah, manchmal ist das echt schwer. Wir plaudern erstmal mit ihm wieder, wegen dem Ansehen. Fragen ihn, was er braucht. Ah, er braucht eine Grille, okay. Und ich habe eine Gardenie gepflanzt. Nein, wirklich? Najuma hat mich dieses Mal nicht veralbert. Das ist die coolste Neuigkeit, die ich gehört habe in meinem ganzen Leben. Ich muss sofort einen Brief an das Insektenfreunde Haku in die Stadt Bahari schicken. Sofort. Das wird sie umhauen. Nun, nachdem ich meine Pflichten erledigt habe, vielen, vielen Dank. Elbo, ich würde dir total gerne ein neues Abzeichen geben, wenn ich eins hätte. Aber das wird vorerst reichen. Also kannst du rausgehen und noch mehr Insekten fangen und noch mehr Blumen bekommen und noch cooler werden. Sehr cool. Jetzt nehmen wir gleich mal Hasain, wenn er schon daneben steht. Du kannst mittlerweile hervorragend jagen. Ich glaube, du hast jetzt endlich Du kannst jetzt endlich mit diesem Bogen schießen, ohne dich zu verletzen. Genau. Das ist richtig. Wir gucken gleich mal, was er hat. Hat er nichts. Der hat nix. Verlangsamungspfeiler? Nee. Oh, die wäre natürlich auch richtig schick. Boah, die sehen gar nicht mal so schlecht aus, die Teile. Wir plaudern erstmal wieder mit ihm.
Gucken, was er haben will. Tau jagt schon seine Schmetterlinge. Gemeinen Bläulinge geworfen. Oh, muss ich mir angucken. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon hatte oder nicht. Kennst du den Orden? Der Orden und die Regeln, die er aufstellt, sind entscheidende Säulen der Magiri-Gesellschaft? Du würdest gut daran tun, sie zu befolgen. Okay. Willst du mein Chef sein? Ich kenne dich kaum. Missachte unsere Tradition nicht, indem du mich so früh fragst. Okay. Also gehe ich wirklich mal davon aus, dass wir wirklich erst im Level aufsteigen müssen, um einen Chef zu bekommen. Wir fragen halt trotzdem jeden. Würde ich mal vorschlagen. So, wir gehen jetzt erstmal zu Ashura. Ashura, genau. Auf. Und dann gehen wir hier hinten in... Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Hodari, kann das sein? Nee, das ist nicht das Gewürzding. Wo ist er? Ach, hier steht er. Können wir das auch so? Das. Aber so direkt beten können wir nicht, wa? Ey, ich wollte noch einmal gedenken. Ashura, plaudern. Mir fehlen die Worte, Elbo. Es ist, als wäre es erst gestern gewesen, als du nach Kilima kamst. Aber du hast wirklich Talent im Sammeln. Du solltest stolz auf dich sein. Ich bin es jedenfalls. Ich möchte dir anbieten, der Sammlergilde beizutreten. Dann bekommst du auch Zugang zum Gildenladen und somit zu exklusiven Gegenständen. Die kannst du mit diesen speziellen Medaillons kaufen. Verbessere deine Fähigkeiten und nimm an den wöchentlichen Gildenherausforderungen teil. Dann wirst du in kürzester Zeit ganz viele davon haben. Na los, stöbe ruhig durch mein Angebot. Du hast es dir verdient. Genieße diesen Moment. Few things need my attention. Hä? Warum rennt er weg? Ich habe nichts gemacht. How's your day going? Oh nein. Dann plaudern wir ganz kurz mit ihm. Willst du mein Chef sein? Ein bisschen zu früh und genau. Wir sind halt zu früh dran. So, jetzt gucken wir uns nochmal schnell die Rezepte an. Gibt's nichts? Was gibt's hier noch? Ah, das ist natürlich cool. Wacholderbaum sind ja die Orangen. Genau, wir brauchen halt ganz viele Kiefernzapfen. Um das zu machen, das werde ich dann auch irgendwann jetzt tun, demnächst. Hier war irgendwas zu sammeln. Ach nee. Eigentlich war gar nichts da zum Sammeln. das werde ich auch demnächst tun wieder. Weiß bloß noch nicht genau wann. Ob ich das abends im Bett mache oder nicht. Ich werde... Hier ist eine Grille. Die müsste doch eigentlich für Dings sein, oder? Für Anui. Gartenblattgrille. Ah, verdammt, okay. Kaleri. Wo ist Kaleri? Okay. Nehmen wir mal Kaleri und Ken Lee müssen wir auch noch dann sprechen, okay. Warum auch immer, das... keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Das ist eine echt gute Frage, was Ken Lee und Kaleri von uns möchten. Aber das werden wir jetzt herausfinden. Hatte ich alles repariert? Nee, aber können wir ja nochmal schnell reparieren. Boah, das ist halt auch so teuer, so eine... so eine Glühbirne. Ist halt ein
Ja. Weiß nicht, was waren das noch gewesen, was so elendig teuer war und im Endeffekt fast nichts an Wert hatte. Mit Heckler können wir erstmal ganz fix sprechen. Wir möchten nämlich ganz gerne mal mit ihm plaudern. Gucken, was er möchte. Korallen, okay. Kaleri ist da. Oh, du bist es. Hast du zufällig Bücher über das Übersetzen von Runen? Da du noch neu im Dorf bist, werde ich so tun, als hätte ich das überhört. Nach derlei Büchern zu fragen, könnte dir Ärger mit dem Orden einbringen. Ich habe ehrlich gesagt schon genug Ärger damit, dass meine Schwester solche Flusen im Kopf hat. Dich auch noch beschützen zu müssen, würde ich mir gerne ersparen. Einmal wieder plaudern. Willst du mein Chef sein? Ist dir überhaupt klar, was du da verlangst? Es tut mir leid, aber dieses Privileg ist nur denen vorbehalten, die sich bewährt haben. Was möchte sie? Auch Gewürzsprossen, okay. Kaleri, was will sie denn noch? Wieder am Herumschnüffeln, was? Denkst du etwa, du kannst mich dazu verleiten, dir Zugang zur verbotenen Abteilung zu gewähren? Tja, so etwas funktioniert bei mir nicht. Wenn du durstig nach Wissen bist, habe ich genau das richtige Buch für dich. Lies es, bevor du mich erneut behelligst. Machen wir. Ah, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich mit Dings das Buch lesen. Erwarte stets das Unerwartete. Ich habe gehört, dass du dich mit Runen auskennst. Oh ja, das tue ich. Hast du einen Gegenstand, auf dem sich Runen befinden? Dann zeig mal her. Ah ja, dieses Symbol kenne ich. Es steht für Mästen. Jemand will, dass die Fische besser schmecken. Das ist sehr beunruhigend. Klingt bösartig. Wer würde denn so etwas tun? Warum ist das beunruhigend? Ich glaube nicht, dass es das ist. Was nehmen wir da? Klingt bösartig, oder? Oder warum? Nee, warum ist das beunruhigend? Weil unser Fisch mehr Touristen ins Dorf locken würde, wenn er saftiger wäre. Und wer hat schon Lust auf Touristen? Die sind nur lästig. Wer kennt sich mit Magie aus und isst gerne Fische? Da fällt mir niemand ein. Vielleicht weiß Ziggy ja mehr. Du solltest ihn mal nach diesem geheimnisvollen, magisch bewanderten Fischfan fragen. Kennst du den Orden? Nee, erstmal schnell plündern. Hä, was ist deine Lieblingskryptide? Der Flohdinger, der Quastenflosser, die Bestie aus dem Holunderwald? Ich. Was nehmen wir da? Wir nehmen das Feuer, den Flohdinger. Interessant. Unsere Jagd hat sich offenbar nur noch mehr für unsere Sache begeistert. Kennst du den Orden? Der Orden kommt schnell. Wir müssen einen Weg finden, unsere lokalen Kryptiden zu schützen, bevor sie zwangsweise in die Regierungsbürokratie rekrutiert werden. Willst du mein Chef sein? Ach, Elbo, wir haben noch so viel zu entdecken, bevor ich diese Frage beantworten kann. Also, wie gesagt, ich gehe da wirklich ganz stark davon aus, dass wir wirklich erst mit irgendjemand auf Level 3 kommen müssen, um dann ja damit weiterzukommen. Das Magiebuch der Etikette und das Handbuch der Höflichkeit. Der erste Gedanke jedes jungen Maijiri muss sein: Wie kann ich dienen? Der eigenen Gemeinschaft, der eigenen Familie, dem eigenen Weg. All diese Dinge sollten im Vordergrund stehen, denn nur in einer höflichen und uneigennützigen Gemeinschaft kann man seinen Platz finden. Daher sind Umgangsformen der wichtigste Teil der Erziehung der jungen Maijins. Das Erlernen der grundlegenden Umgangsformen ist die wichtigste Absicherung gegen die Welt, die oft zur Grausamkeit neigt.
eine Gesellschaft ohne Bitte und Danke ist eigentlich eine gescheiterte Gesellschaft. Und das stimmt. Für mich gibt es halt wirklich auch nur Danke und Bitte. Oder Bitte und Danke, das gehört einfach zum Standard dazu, wenn man irgendwie was bekommt, dass man ganz einfach mal Danke sagt. Oder auch ganz einfach mal Bitte, wenn man irgendwie was machen soll, kannst du mir das mal bitte holen oder sowas. Und nicht, geh mal holen. Das geht einfach nicht. Also Danke und Bitte sollte wirklich in jedem Wortschatz von jedem vorhanden sein, damit es auch wirklich auch angenehmer ist, sag ich jetzt mal. Seide haben wir nicht und Freunde wollen nichts. Gut. So, mit, oh, Gina, Kaleri, oh, es wollen noch so viele mit uns sprechen. Also ich habe das echt ein bisschen dolle vernachlässigt, muss ich sagen. Oh, du bist es. Ich habe das Buch gelesen. Hast du das? Und hast du etwas daraus erfahren? Vielleicht solltest du es nochmal lesen? Nein, nichts. Die Meiji legen sehr viel Wert auf Manieren. Man soll immer Bitte und Danke sagen. Ja, das nehmen wir auch. Wir müssen immer Bitte und Danke sagen. Tja, offenbar hast du dir die wichtigsten Regeln gemerkt. Vielleicht behältst du das beim nächsten Mal im Hinterkopf. Würde jetzt unser Chef werden? Nein. Ich habe jetzt schon gedacht, wenn man bitte sagen, dann wird sie unser Chef. Aber nö. So, weiter geht's mit Gina. Hey, schön dich zu sehen. Eloisa meint, dass das nach Grimalkin aussehende. Was denkst du? Was? Eloisa meint, dass das nach Grimalkin aussehe. Was denkst du? Grimalkin? Dieses Gerät sieht für mich nicht nach den Grimalkin aus. Die Runen an der Seite sind definitiv menschlichen Ursprungs. Leider kann ich nichts weiteres identifizieren. Vielleicht kann dir Kaleri in der Bibliothek weiterhelfen. Haben wir doch schon probiert. Wir plaudern einmal wieder mit ihr. Ganz normal. Fragen, was sie möchte. Lotusblumen möchte er. Ah, okay, gut. Willst du mein Chef sein? Tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass ich das alles gerade unter einen Hut bekomme. Ich habe einfach viel zu viel zu tun. Vielleicht später, ja? Okay, absolut gar kein Problem. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen mit Ken Lee sprechen. Oh, jetzt ist Ken Lee wieder da drinnen. Haben wir denn noch irgendwo ein Ausrufezeichen? Nö, dann bloß noch hier hinten, da wo wir dann hin müssten. Das machen und dann... Ja, sollte das eigentlich auch so ganz gut funktionieren. Genau, einmal zu Ken Lee. Und sonst... Ja, müsste es ja eigentlich ganz gut sein. Es tut mir leid, dass ich so oft räuspern muss. Das ist zurzeit wieder ganz komisch, obwohl ich gar nicht mehr krank bin. Habe ich immer öfters noch einen Kloß im Hals. Naja, mal gucken, wie das da weitergeht. So, wir sprechen jetzt erstmal noch mit Ken Lee. Oh mein Gott, du hast mich gefunden. Weißt du, ich habe mich vor... Ich finde das so witzig, wie man hier oben versucht zu laufen. Fangen wir nochmal neu an. Oh mein Gott, hast du mich gefunden? Du hast mich gefunden. Weißt du, ich habe mich vor Esche versteckt. Seit sie den Brief der Herzogin gefunden hat, ist sie auf einem regelrechten Kriegspfad, um die Party zu planen. Sie hat sogar mein Nickerchen-Versteck im Archiv gefunden. Wenn du sie siehst, sag ihr, dass ich noch dabei bin, den Veranstaltungsort vorzubereiten, den sie angefragt hat. Ja, der Veranstaltungsort. Ich habe diesen Stiefel geangelt. Oh meine Güte, täuschen mich meine Augen oder ist das mein kostbarer Gründerstiefel? Ich dachte schon, er wäre für immer verschwunden. Du sagst, du hast ihn aus dem Wasser geangelt. Wie um alles der Welt ist er dorthin gelandet? Wie ist er dort gelandet?
gelandet. Das versuche ich rauszufinden. Er wollte wahrscheinlich baden gehen. Das ist eine gute Antwort, die wir mal nehmen. Auch egal, was danach kommt. Ich habe keine Ahnung. Wo warst du, als du ihn verloren hast? Nee, er wollte wahrscheinlich angeln gehen. Baden gehen. Finde ich ja gut. Ja, das kann gut sein. Vielleicht wollte er ins kühle Nass von Kilima tauchen. Vielleicht, um ein Bad zu nehmen, obwohl er ziemlich schmutzig schnüffelt. Hilfe. Und er stinkt. Das letzte Mal, als ich diesen Stiefel gesehen habe, habe ich ihn in meinen eigenen Händen getragen. Boah. Das war kurz nachdem Cheyenne ihn mir geschenkt hatte. Offenbar ist das ein echter Glücksbringer. Und ein bisschen mehr Glück kann ich immer gebrauchen. Wo war ich noch gleich? Ach ja, ich habe mit meinem Gründerstiefel einen Abendspaziergang durchs Dorf gemacht und habe in einer Straße hinter dem Gasthof eine Pause gemacht. Als ich da den Stiefel mit meinem Ärmel polierte, hörte ich, wie Anhui und Hasain Karten spielten und vernahm vertraute Stimmen und Gelächter aus dem Gebäude. Was dann passiert ist, weiß ich nicht mehr. Ich muss kurz eingenickt sein. Und dann? Dann bin ich durch das vertraute Geräusch von Ashes Absetzen auf dem... Absetzen. Oh, Absetzen. Boah, das war jetzt natürlich ein peinlicher Fehler. Von Ashes Absetzen auf dem Bürgersteig aufgewacht. Klick, klack, klick, klack. Sie stolzierte direkt auf mich zu. Ich lief so erschrocken davon, dass ich hinfiel und einen Abhang am Fluss herunterrollte. Irgendwie habe ich es geschafft zu entkommen, bevor sie mich sehen konnte. Aber in dem Chaos habe ich meinen kostbaren Stiefel verloren. Oh, Ken Lee, wie konntest du nur so unvorsichtig sein? Vielleicht hat Esche recht, vielleicht bin ich ein Tölpel und ein Pechvogel noch dazu. Nein, bist du nicht. Nehmen wir auch gleich, weil hätte ich auch so oder so gesagt, dass er halt kein Tölpel ist. Doch bin ich. Nur ein tölpelhaft törichter Narr würde so tölpelhaft törichte Entscheidungen treffen. Einatmen, ausatmen. Du schaffst das, Ken Lee. Das Wichtigste ist, dass mein geliebter Stiefel wohlbehalten gefunden wurde und das Rätsel seines Verschwindens gelöst wurde. Das habe ich alles dir zu verdanken, Elbo. Oh, wie kann ich mich nur bei dir revanchieren? Das ist nicht nötig. Ich berechne da eine Such- und Rettungsgebühr. Das wäre jetzt Zekis Art und Weise, Danke zu sagen. Natürlich, dass man eine Such- und Rettungsgebühr verlangt, aber es ist nicht nötig. Ich bestehe darauf. Vielleicht kann ich so meinen Dank ausdrücken. Nicht schlecht. Mein Glücksstiefel habe ich so vermisst. Dich werde ich nie wieder aus den Augen lassen. Einmal wissen, was er da will. Habe ich nicht gesehen. Einmal ganz kurz mit ihm plaudern. Sag mal, was hältst du eigentlich von meiner Kleidung? Boah. Das Wichtigste ist natürlich, dass es ihm gefällt. Das hört sich nach einem zweifelhaften Kompliment an. Aber ich will nicht anmaßend sein. Entschuldige mich, aber ich werde mich nun zurückziehen und über mein Erscheinungsbild allein den Kopf zerbrechen. Willst du mein Chip sein? Oh, ich glaube, wir kennen einander noch gar nicht gut genug. Esche wäre ziemlich wütend, wenn ich so schnell zusagen würde. Don't tell Esche, you saw me. Oh. Genau, wir gucken jetzt noch, was Ken Lee noch möchte und dann gucken wir mal, wie weit wir sind. Oh nein, oh je, das ist eine Katastrophe. Kann ich dir etwas helfen? Ach Elbo, ich habe dich gar nicht gesehen. Ich nehme an, die Umstände sind schlimm genug, um dich um Hilfe zu bitten. Es ist etwas wirklich Schreckliches passiert. Jemand hat mein Sandwich verloren. Wer? Ich natürlich, aber darum geht es hier nicht. Niemand kann von mir erwarten, dass ich mit solch einem Riesenhunger irgendwelche Arbeit leisten kann. Ich weiß, du kannst mir bei der Suche helfen. Wo soll ich suchen? Mal überlegen. Ich war unterwegs, um meine Wählerschaft zu begrüßen und ich wollte meinen Füßen eine kurze Pause gönnen. Ich habe ein schattiges Plätzchen gefunden, wo ich vom Duft frisch blühender Blumen umgeben war. Oh,
Wo soll ich jetzt darüber na wo ich jetzt so darüber nachdenke? In der Nähe plätscherte Wasser, sehr viel sogar, und zwar ein ganzer Wasserfall. Dann lief ein neidisches kleines Schapper an mir vorbei und ich folgte ihm. Und jetzt bin ich hier, hungrig, ohne Sandwich und zu schwach, um zu arbeiten. Bitte beeile dich. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wo sollen wir denn suchen? Leider ist nichts hier drauf zu sehen, wo wir suchen sollen. Nichts da. Okay. Ich würde ganz einfach mal sagen... Wo ist der Mond? Da ist der Mond. Ah, das ist eine blöde Position. Es wird richtig windig. So. Genau. In diesem Sinne würde ich ganz einfach sagen, wir machen genau hier weiter, dass wir erstmal alle abgrasen, dann in der nächsten Folge. Und ganz einfach, ja, dass wir alle abgrasen und auch vielleicht versuchen, dann die Wochenaufgaben auch noch mit zu erfüllen. Ich weiß noch nicht genau, wie lange das dauert. Und genau, dann würde ich ganz einfach sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, Kakao.